Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Puff of Exile, von Champions of Regnum. Wir gehen den Ding treffen, ich will auch den Alsen treffen. Fabian heißt er, glaube ich. Schlimm. Hä? Der blast seinen Kopf? Hase. Der heißt Hast du Blast. Gesehen? Der hat gar keinen Kopf gehabt. Der hat unsichtbar gemacht. Oder wahrscheinlich also. Ist es. Ich will auch Kopf. So, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Ich muss nachher kurz die Aufnahme kurz unterbrechen und schauen, wie er heißt. Sonst schäme ich mich noch, aber er heißt irgendwie Fabian Fabi. Oder Florian Fabi. Oder Florian Fabi. Nein, Fabian Fabi heißt er. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube ja nicht, dass er so heißt wie ich. Floster. Floster der Kopf. Floster kopflose Nick. Floster ohne Kopf hat kopflos Kopfnuss bekommen. Das passt denn wieder nicht. So. Hinter uns um. Nachdem es letzte Folge ein bisschen ernst war, jetzt wieder unernst, eher sarkasmisch. Diesen Orange bei mir, oh, die Trolle. Bei mir ist alle lauch, Schatz. Gelb, Zyklopen sind rot. Hast du den Schatz nicht gesehen? Was? Hast du den Schatz nicht gesehen? Ich wollte den Schatz nicht einsammeln. Wenn du da bist, dann nimm du ihn auf. Okay. Du brauchst ein bisschen viel, du bist Level 26, ich bin fast doppelt so viel. Ja, Entschuldigung. Also doppelt so viel, 10-mal mehr. So. Oh, das ist so ein schönes Plätzchen, um sich zu treffen. Weißt du überhaupt, wo wir dann sind? Ja. Schreibst du mit ihm? Ich habe mich hier getroffen und sobald er es lest, ist er da. Wir können ein bisschen warten, vielleicht können wir kloppen hier. Tollwütiger Wolf, Zyklop, alles schlechte Gegner. General, nein. Ach, bei mir sind sie sogar grün. Lock Fels, okay. Ich habe einen Fels bekommen von einem Gestein. Ich habe schon wieder einen 5er Magneten gefunden. In einem Stern. Wahrscheinlich unten am Strand oder so, das ist ein bisschen sicherer. Da kann man nicht runter. Nachher werden die rote, grüne und blaue Freunde und man kämpft nicht. Wir könnten mal eine Invasion machen auf eines der Reiche, indem man alle, die mit mir, also die mit uns, also die Videos schauen und mit mir sind, egal welches Reich, einfach mal eine Invasion auf ein Tor machen. Das wäre so mega unfair. So, also kurzen Augenblick, ich schau mal kurz nach. Bis gleich. Hilfe, da ist ein oranges Monster. Herzlich willkommen zurück. Es ist ein neuer Tag angebrochen, Floster ist leider nicht mehr da, es ist früh morgens. Und er muss arbeiten und hier kommt ja jemand. Da liegt man. Ja, das ist der Florian. Flori. Der greift mich nochmal an. Ja, wir haben jetzt uns getroffen, früh am Morgen um 8 Uhr. Und ja, sehr netter Kerl. Macht mir nichts mal. Er macht mir nichts. Er ist so ein Hulk. Wie heißen sie? Weiß es nicht mehr genau. Ulri oder so. Ein bisschen buffen. Aua. Der will mich nochmal angreifen. Dieses blöde Captain-Teil. Ich trete ihn mal. Ich werde ihn mal treten. Nein, jetzt hat er mich mit einer Wolke. Zorn der Erde. So, jetzt habe ich ein bisschen getreten. Nein, nein. Bleib hier. Oh, bist du stark. Psst.
So, wir haben uns kurz ein bisschen bei Facebook, haben wir ein bisschen geredet, ein bisschen gechattet und ich habe gerade eine Fail-Rüstung an, die hat irgendwie einen Bug. Seht euch das mal an, ich bin der böse König. Wir haben uns mal ein paar Damage-Tests gemacht. Er ist ein bisschen hochleveliger als ich. Obwohl er normal ist, also ein Level glaube ich höher und hat besseres Equip, er macht mehr Schaden. Das ist ja nicht 120. Dennoch, der Ragnar ist heim. Gut, haben wir sonst noch was? Das sind alles die schlechten. Und das Schwert ist auch das richtige, oder? Aber Level 34, ja. Gut. 120, das ist der richtige Helm. Ja, gut. Ja, das war's. Bis jetzt kommen da noch ein paar Level und Quest Minuten. Und nächste Folge dann wieder mit Floster. Dankeschön, Fabian, fürs Mitmachen. Und also, bis später. So, ich bin wieder zurück. Ich habe jetzt ein Level gemacht. Jetzt bin ich Level 35. Habe mich umgeskillt. Ein paar neue Buffs genommen. Hexstase zum Beispiel für mehr Widerstand. Behutsamkeit habe ich wieder drin. Berserker, Blutdurst, präzise Schwung. Und Sprint habe ich jetzt drin. Bewegungsgeschwindigkeit ist immer toll. Südkreuz ist auch wieder drin und betäubtes Gebrüll. Sehr, ja, wichtig. Aber ich benutze es eigentlich nie zum Leveln. Außerdem habe ich da eine Sichelaxt gefunden, die recht gut ist. Vielleicht werde ich mal mit zwei Waffen kämpfen. Hier ist auf dem Müll, den ich immer von den Trollen bekomme. Die kann ich jetzt wieder rüber tun. Ja, die Topase, die sehen schön aus, die lasse ich. Einfach was schöner sieht. Und hier habe ich drei neue Dinge. Der ist ein bisschen älter. Edelsteine gefunden, die es halt jetzt momentan gibt. Noch nichts Gutes. Aber ja. Magnetstücke habe ich noch ein paar gefunden. Okay. Ja. Heute möchte ich mit euch die Quests hier rechts machen. Und vielleicht noch ein paar mehr. Und ja. Also. Ja, Damage mache ich bis 800 jetzt. Das ist richtig cool. Ich habe noch ein paar Dinge wenig. Dann würde ich auch andere Skills noch reintun. Und ja, mal schauen. Es macht jetzt momentan riesig Spaß. Die Motivation bei den Gegnern zu leveln ist jetzt momentan auch da und so sehr gut sogar. Es macht mir einfach Spaß, momentan so viel Schaden zu machen und nebenbei noch recht viel aushalten. Also ich glaube jetzt sicher 30 Gegner nacheinander, ohne dass ich mich heilen muss. Und ja, das bringt mich schon viel weiter. So, ich möchte gerne eine Reichsquest einfach im Nebenbei noch annehmen. Und dann gehen wir los. So eine, nicht zu hoch. Und wo ist der Waypunkt da oben? Den möchte ich auch noch tun, sonst bin ich wieder in der Wüste, ganz raus außen. Das möchte ich nicht. Ja gut, dieser Wind, der nervt so in der Wüste, der wird überarbeitet im nächsten Patch. Ich hätte gestern Abend noch ein Event machen können. Aber ich war viel zu müde und ich habe so einen Sonnenstich oder so einen Hitzenschlag gehabt. Ich hatte so extremes Brennen in meinen
Ja, fast bei den Ohren, ein bisschen oben dran. Und ja, deshalb gestern auch kein Livestream. Aber der kommt heute dafür hoffentlich. Ich schaue, dass ich heute mich nicht so viel in der Sonne begebe, um zu joggen. Jo, also momentan körperlich geht es mir sehr gut, einfach eben noch ein bisschen empfindlich wegen den Wetterumschwüngen. Am Freitag soll es so schon wieder bei uns schneien. Heute, so, also gestern, so 30 bis 40 Grad und am Freitag schneit es. Okay, verstehe. Wetter, du bist ein Arschloch. Ein dickes Arsch. Nun gut. Kann man nichts machen. Ich muss mich auch hingewöhnen. Und ich habe gedacht, weil es mir auch gut tut für die Gelenke, für die Knochen und so, dass es ein bisschen auf die Muskeln geht und so, gehe ich fast jeden Tag schwimmen ins Schwimmbad, um auch Muskeln zu trainieren und so. Weil momentan ist es so, dass ich mich recht stark fühle und dann viel Gewicht stemme. Und auch lange jogge und so, und das geht ein bisschen auf die Muskulatur und auf die Gelenke, auf die das, was knackst, oder? Das ist so die Luft und so. Dort macht irgendwas weh, aber das ist nicht wegen dem vielen Knacksen. Ich kann einfach, also bei mir geht es irgendwie automatisch, dass irgendwann mal etwas knackst, und deshalb kann ich das nicht irgendwie verhindern. Es ist, weil ja, die Muskulatur momentan noch recht ungeübt ist, deshalb habe ich Schmerzen. Aber wenn man es locker macht, nicht so wie ich, die ganze Zeit trainiert, dann passiert auch nichts. So, wir sind jetzt in Reihe, müssen aber woanders hin. Da rechts. Das nehmen wir kurz an. Und dann gehen wir nach links in den Krater. Ja. So, schade, dass Floss auch keine Zeit gestern hatte oder keinen Bock. Aber ja, mal schauen. Heute wird vielleicht ein anderer Tag, weil Floss hat es auch momentan ein bisschen streng, habe ich so das Gefühl. Und ja. Ich erfahre nicht so viel von Floster. Deshalb kann ich nicht so viel sagen. Habe ich, will es auch nicht sagen, wenn es nicht will. Und andere, ja, die zwei, die unbedingt mitmachen wollen, sind leider im anderen Reich, also in den anderen zwei Reichen, einer ist Zürte, einer ist Alse. Ja, zum Beispiel eben der Fabi, den ich da Anfangspart getroffen habe. Aber er ist schon Ewigkeiten dort, er ist, glaube ich, durch mich zu den Alse gegangen, als ich Alse war, aber ja leider gebannt wurde. Und jetzt ist er noch bei den Alsen, also gut, dass du so treu bist. Es ist auch gut, dass du bei den Alsen bleibst, also wir können uns dann sicher irgendwie mal Schlachten liefern oder so, wenn du zum Beispiel eine Gilde machst oder die Gilde, wo du bist, mal an forderst, können wir mal eine Schlacht machen. Aber musst einfach verstehen, dass meine Gilde, also Flosters Gilde, noch nicht mal existiert und die zuerst aufgebaut werden muss. Und ja. Aber eben, es geht relativ schnell. Ich bin jetzt im Geld sammeln, und wenn ich das genug Geld habe, vielleicht mache ich dann auch eine eigene Gilde. Je nachdem. Aber fürs Bewerben und so, das möchte ich nicht so gerne machen, also jemand fragen, ne, ob er in die Gilde macht und so. Dass es jemand anders macht, und ich lade ihn dann immer ein. Also die Leute ein, die mitmachen wollen, natürlich. Sonst eben bei YouTube PN schreiben, wenn ihr gerne in den Clan kommen wollt. Ich sag lieber geht es, tönt einfach ein bisschen besser. Und ja, irgendwas sonst kann man auch mich anfragen, oder Ingame eben. Kann man ja auch PN schreiben. Gut. Kriegst Zuversicht wahrscheinlich, weil wir momentan ein bisschen besser geworden sind.
Keine Ahnung. Also, jetzt schauen wir mal kurz. Wir müssen... Da. Okay, dann war es eine leichte Reichsquest. Können wir gleich nochmals eine annehmen. Und heute machen wir wieder nur Reichsquest. Oh. Nein, die bringen nicht mehr viel. Aber zwischendurch kann man sie immer wieder machen. So. Hast du noch eine gute Quest für mich? Oh. Wie viel brauche ich da? Ich werde wahrscheinlich ein Zweihänder-Schwert machen, oder? Ne, eine Axt. Die sieht cool aus. Aber ich brauche so viele Magneten. Ich habe erst die Hälfte eines Bahn und dann kostet die ungefähr 2, 3, 4, 5 Paar Bahn. Recht schlecht. Das ist wieder so etwas, was nur Abzocke ist. Die Leute wollen dann Booster kaufen und dann geben sie viel Geld für NGD Studio aus und alles mögliche. Richtig frech. Aber wir lassen uns nicht da unterkriegen. Das Spiel ist komplett kostenlos spielbar. Und ja. Ich werde sicher mal Items verschenken oder verkaufen, die ich ein bisschen mit Geld hochgepusht habe oder so. Also das ist kein Ding, also man kann richtig kostenlos auch super gut werden. Andere Leute vielleicht auch. Aber wir müssen dann mal schauen, also allzu viel möchte ich leider auch nicht ausgeben. Es ist auch nicht der Sinn, auch wenn der Itemshop lockt. Aber so gut ist er ja nicht. So, wir gehen in den Krater, wo müssen wir hin für die Reisquest? Da runter? Okay. Tja, ja. Noch ein bisschen müde, es ist wieder früh am Morgen. Ich konnte gestern leider keine Aufnahme mehr. Ihr seht es, die Aufnahme hat 3 Schnitte. Ah. Ich konnte immer wieder nicht aufnehmen, aber jetzt ist gut. Am Morgen habe ich auch am meisten Zeit. Sobald natürlich die Community da ist, werde ich mir Zeit nehmen. Ah, da geht's runter. Und momentan ist es einfach so. Ich bin in einer Art Gewöhnung durch den Sport und bin manchmal sehr müde am Abend. Aber mach nichts. Bis ich dann wieder Zeit habe, ja, ist es halt manchmal ein bisschen schwierig für mich. Aber nun gut. So. Ah, ich mag es nicht hier runter zu gehen. Wir hätten dort drüben runter gehen sollen. Für was ist denn nicht diese... Okay, zum Geröll heraufbringen, aber... Müssen die unbedingt einen Steinbruch hier machen, beim schwarzen Stein? Ist hier irgendwie Adamantit drin oder was? So. Hier ist ein kleiner Magma-Golem. Magma-Herz brauchen wir. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Oh, zum Glück habe ich keinen Fallschaden bekommen. Das ist das Schlimmste, was euch widerfahren könnte. Vor allem, wenn die böse Treppe in Melee runtergeht und dann 357 Schaden bekommt, weil ihr einen Millimeter nach unten fällt. Dann fühlt ihr euch so, als würdet ihr von einem Baum fallen oder von einem Haus. So richtig wie eine Pflaume. Eine Pflaume, die ich zertreten habe in 1000 Stücke. So. Der Baum hat tatsächlich die Eigenschaft, die Agno beschrieben hat. Jetzt müsst ihr ihn mit frischem Blut versorgen. Bis die Früchte wachsen. Mit frischem Blut. Ausgewachsene Panther. Die machen wir jetzt mal kurz. Dann kann ich euch mal zeigen, wie stark ich bin. Mache ich dir, Fabian, wahrscheinlich auch mehr Schaden. Na, ja, kein Crit. Nochmals kein Crit. Da ist ein Anführer. Da vorne ist wieder einer. Ja. Da ist auch einer. Die sieht man fast nicht.
934. Ah, da seht ihr es, mehr als 800. Aber auch nur an diesen Gegnern wahrscheinlich. Oder noch schwächeren. Aber es ist genug. Keine andere Klasse kann so viel Schaden machen wie der Baba. So wie ich gesehen habe, werden die Barbaren nochmals gebufft. What the fuck? Wieso werden die Barbaren noch mehr gebufft? Oder habe ich da irgendwas anderes? Weil es steht nur geändert. Wenn sie würden schreiben, gebufft oder gedebufft, dann ist klar. Aber steht nur geändert. Und irgendwie auf 40 Sekunden das. Okay, verdoppelt fast, ab dafür verstärkt der Sprint. Aha. Ich hoffe, er wurde verstärkt, aber ich glaube schon. Nun gut, also Mojang, NGD Studios wird wahrscheinlich sowieso wieder fehlen. Und dann kommen noch weniger Leute auf den Server, oder sie kommen schon auf Amnun die Kritik. Es geht einfach nicht so, Entwickler. Ihr könnt nicht einfach nur ein paar Balanceänderungen machen und irgendwas noch ein bisschen an den Force wenden. Es geht nicht. Ihr müsst mehr machen. Sonst verkauft es die Ware an mich. Ich kann viel Geld geben. Und dann mache ich. dann entwickle ich das Spiel alleine weiter, aber viel, viel, viel schneller. Und nicht immer auf Amnun. Manchmal tue ich dann gleich Updates rein. Bin mir wenigstens mehr sicher als ihr. Und wenn ich einen Fehler mache, dann mache ich halt einen Fehler. Heutzutage werden die Fehler einfach so viel zu wahrgenommen. Oh, ein Monsterbug der Rom. Oh, ich bin wegen eines Pfeiles da herumbug gestorben. Und dadurch hat der Gegner einen Kill bekommen. Wow, schlimm. Heutzutage sind manche Spieler richtige wehleidige Angsthasen, die meinen, sie könnten irgendwas bewirken, indem sie herumheulen. Große Tarantel. Das ist eine Vulkanspinne. Ah. Tarantel sind woanders. What the fuck? Wo sind jetzt die Panther hin? Ja gut. Müssen wir ein bisschen laufen. Komm, Sprint. Yay! Es hat nicht mal eine Änderung. Also, man ist nicht viel schneller. Plus 20 ist viel zu wenig. Und jetzt wollen die wahrscheinlich noch runterstellen, oder was? Dann ist der Barbar gleich Schützenfutter und Hexenmeisterfutter. Also bitte. Und dann heulen die Hexe herum, sie hätten keine Chance gegen Barbaren. Ich hätte auch keine Chance, wenn ihr so langsame Zauber einsetzen würdet. Ihr könntet ja auch mal die Schnellrennen und die Stunts einsetzen. Aber dann heißt es wieder, die Stunt-Pussy oder so. Nun gut, ich verhindere es einfach. Es gibt so einen Skill, Topsucht, glaube ich, oder so. Der verhindert für 7 Sekunden die Stunts. Und wenn der Gegner so aussieht, als würde er es dann, werde ich dann Topsucht einsetzen und dann haben sie einen Arsch gefickt. Sorry für den Ausdruck, aber das ist es. Ja, ich finde, Stunts müssen nicht so sein, wie sie bei Regnum sind. Das ist wirklich abartig. Sie haben sie zwar schon einmal ein bisschen verkürzt, aber denkt mal, früher bis irgendwie 7 Sekunden nur am Boden gehockt oder so. Und konntest nichts machen. Mal ein bisschen Mana regenerieren. So. Dunkle Hyäne. Große Tarantel sind da. Gehe ich hier rauf, mach die und dann dort. Und ich denke, der Part ist auch schon ein bisschen länger. Ich hoffe, ich habe mich nicht verschätzt. Und die Dinge werde ich noch machen. Hier gibt es doch Hyäne. Dunkle Hyäne.
Sind doch dunkle Hyäne. Ah, wegen der Tarantel, genau. Dunkelhirne muss ich noch killen hier. So. Acht Stück, gut. Ich denke, da vorne sind noch irgendwo. Hier sind sogar zum Beispiel zwei. So. Hallo? Es gibt einen Spieler, dessen Name ich nicht nenne, aber der ist extrem verfressen in Regnum. Der ist immer un. Ich gehe immer wieder ein bisschen rein, schauen kurz, was für Spieler online sind und was sie so machen ein bisschen. Also ob irgendwo in der Nähe ein paar Spieler sind. Und der ist wirklich immer un und immer irgendwie in meiner Nähe. Also, ihm gefällt's. Also, irgendwie ist er auch fasziniert von meinen Flügeln. Und da gibt noch einen anderen, der hat genau das gleiche. Hat auch rote Haare und die Flügel. Und der gefällt mir langsam. Also, der gefällt mir, weil er auch kein Barbar, glaube ich, ist. Aber trotzdem gut aussieht, glaube ich, Hexenmeister oder ein Beschwörer, je nachdem. Sieht richtig auch cool aus. Ich mag die Flügel. Die sind aus Holz und Leder oder so etwas, ja. Was, nochmals ausgewachsener Panther? Was ist denn los? Was sind denn das für Quests? Nun gut, das machen wir jetzt noch. Hey, Lebensleiste packt. 5. Noch 2. Diese gab es, glaube ich, auch im Dingwaldpunkt. Da unten. Da. Die Musik. Und hier oben irgendwo. Fragt mich nicht jetzt, wo. Im Krater. Nein, irgendwo im Reich. Irgendwo gab es hier auch, glaube ich, hier drinnen im Schneefeld. Oder irgendwo. Vor allem, ja, ist eine relativ berühmtes Lied. Unter den Regnum-Veteranen, die kennen das. Genau, mal angreifen. Vielleicht kann ich ihn ja besiegen. Aber ich verliere mehr Leben. Oh, ich mache aber Damage. Ja, ich schaffe ihn. Ja, widerstehen so nicht. Komm, Gabriel. Ja, machst du auch nichts. Mann, sind die im Nun gegen die. So. Oh, keine Herausforderung. Hätte ich nicht gedacht. Trotzdem mal. Also das sind irgendwie Gegner, die für Gruppen sind. Sind gar keine Anführer und sie geben auch nicht besseren Loot, denke ich mal. Vielleicht sind die seltenen Gegenstände ein bisschen häufiger oder so, aber es lohnt sich überhaupt nicht. Außer eben, man ist in einer Gruppe, man könnte dann im Let's Play mal ein bisschen solche Wesen und größere Wesen da, die Champions killen.
Und dann mal schauen, aber pff, ja, nur Special. Nach der unangenehmen Arbeit, Lebenssaft auf den Boden zu verteilen, seht ihr mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit wachsen. Ihr könnt einige von ihnen einsammeln. Bringt sie nun zu Agnor. Okay. Und wie wir zu Agnor gehen, dann sehen wir dann im nächsten Part. Dankeschön fürs Schauen. Und schönen Tag noch. Tschüssi. Ich bin zu blau.